Ach, na gut. Was ist? Ordenskrieger. Später vielleicht. Ja. Na, was spazieren wir denn hier herum, Ich hoffe, du hast dich nicht verlaufen, was? Was gibt's hier denn schon Spannendes zu sehen? Jetzt werd mal nicht frech. Wenn du hier herumschnüffelst, um uns zu beklauen, dann kannst du was erleben. Ich stehe hier schließlich nicht zum Spaß. Außerdem kenne ich dich nicht. Du könntest ja vom Don geschickt worden sein. Bin ich nicht, bin ich nicht. Hattest wohl schon öfter Probleme mit den Jungs vom Don. Natürlich. Die warten doch nur auf eine Gelegenheit, um uns Ordenskrieger wieder loszuwerden. Schau dir doch einfach mal den Burschen da drüben auf der anderen Seite der Straße an. Sein Name ist Tony. Der glaubt wirklich noch, dass ich nicht merke, dass er uns schon seit Tagen beobachtet. Ich wette mit dir, der wartet nur auf eine Gelegenheit, in unser Haus einzubrechen. Mir wäre wohler, wenn der Typ endlich verschwinden würde. Ich werde dir bei deinem Problem mit Tony helfen. Oh, gute Idee. Ich kann seine dämliche Visage nicht mehr sehen. Obwohl, mich würde ja schon interessieren, was er hier eigentlich sucht. Ich weiß es. Ich kann es dir auch sagen. Wenn du mich mit dir reden lässt. Hör mal, du Spaßvogel. Noch einen Schritt weiter und du wirst es bereuen, klar? Hey, ich wollte dir gerade sagen, was dich weiß. Halt! Du kommst hier nicht rein. Ich will ja auch gar nicht da rein. Ich will dir nur sagen. Ach, egal. Die Weißen machen dir ganz schön zu schaffen, was? Ja, Mann. Hernandez, der Mistkerl, hat es sich da am Eingang so richtig schön gemütlich gemacht. Es scheint so, als würde er den Rest seines Lebens da als Wachposten verbringen wollen. Verdammt. Und ich sitze hier draußen bei Wind und Wetter wie so ein Arsch. Du willst die Weißen bestehlen? Was heißt hier bestehlen, Mann? Wer hat sich denn fett in die Stadt gesetzt und macht hier schlechte Luft, hä? Das Haus und alles, was darin ist, gehört Don Esteban. Ich soll ihm zurückbringen, was ihm sowieso schon gehört. Guck ich nochmal gerade meine Quest. Toni loswerden. Pass auf, dann nehme ich doch einfach mal die Quest von dem hier an. Ich werde dir das Erbstück beschaffen. Gute Idee, Mann. Hol mir das Ding, aber mach keinen Scheiß damit. Esteban wird mich töten, wenn es Hernandez in die Hände fällt. Ja. Gut. Speichern. Und dann gehen wir wieder zu Hernandez hier. Halt! Du kommst hier nicht rein. Ich will ja nicht rein. Tony will etwas aus diesem Haus stehlen. Ha, ich wusste es. Und was will er stehlen? Angeblich hat er den Auftrag, ein Familienerbstück des Don aus dem Haus zu holen. Ein Amulett. Ein Erbstück? Wen interessiert denn sowas? Es ist aus Gold. Ah, das ist etwas anderes. Nur haben wir das ganze Haus schon auf den Kopf gestellt. Aber ein goldenes Amulett haben wir nicht gefunden. Und wenn wir es nicht finden, ist da auch nichts. Ich werde dir das goldene Amulett besorgen. Tatsächlich. Ja, wenn Toni das Amulett des Don nicht kriegt, wird er von alleine wieder verschwinden. Kann schon sein, aber dazu müsste es überhaupt noch in diesem Haus sein. Und das ist es nicht. Und wenn doch? Pah, du Großmaul. Du glaubst wirklich, dass deine Augen besser sind als unsere, ja? Dann geh rein und überzeug dich selbst. Da ist nichts. Aber mach keinen Unsinn, klar? Wir behalten dich im Auge. Ja, gerne. Dann lass mich mal hier rein. Ordenskrieger. Goldmünzen. Darf ich mir die nehmen? Sicherlich nicht. Obwohl, ich speichere mal. Und falls, muss ich halt kurz neu laden. Okay. Du Dreckiger! Okay. Dann müssen wir halt neu laden. Naja. Also wissen wir schon mal, dass wir da nichts klauen dürfen. Aha.
Und was haben wir da? Die Tür ist frei. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ja, jetzt müsste ich Schlösser knacken können. Verwandlung. Amulett der Dornfamilie. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Jetzt wäre es aber besser für mich gewesen, wenn ich vorher mal Schloss knacken. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Naja, wie auch immer. Darf ich denn hier hoch? Oder schmeißen die mich dann auch wieder raus? Du siehst nicht aus wie ein Kämpfer. Schlaumeier, bin ich ja auch nicht. Ich bin Schatzsucher. Und einer der Besten der Welt, möchte ich mal anmerken. Naja, wenn ich nicht gerade gefangen gehalten werde, versteht sich. Was hast du denn verbrochen? Die Weißen sind heiß auf drei sehr wertvolle Artefakte aus den emporgestiegenen Tempeln. Es sind drei seltene Goldschalen. Eine davon habe ich versteckt. Die Weißen wollen, dass ich ihnen verrate, wo. Außerdem soll ich ihnen sagen, wer die anderen beiden Schalen hat. Da können sie lange warten. Solange sie mich nicht angemessen dafür bezahlen, sage ich denen gar nichts. Alles nur mit Gold. Was willst du für die Goldschale haben? Endlich mal jemand, der meine Sprache spricht. Gib mir 200 Goldmünzen und wir kommen ins Geschäft. Ach, so viel habe ich nicht. Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir zeigen, wie du mit deiner Spitzhacke Erz schürfst. Ich dachte, du bist Schatzsucher. Ob du eine versteckte Wand einhackst oder Erz schürfst, ist alles das Gleiche. Na, das ist interessant. Zeig mir, wie man schürft. Ja, jetzt habe ich kein Gold dafür. Naja, dann muss ich später nochmal zu dir zurückkommen. Kommt jetzt hier hochgerannt? Mal wieder ein Zwischenspeicher. Denn mich würde schon interessieren, was hier in den Räumen ist. Hat das einer gemerkt? Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Schlösserknacken. Schrank. Ich habe nichts gemacht. Habt ihr nicht irgendwelche Reichtümer hier drin, die ich klauen kann? Ein bisschen was vielleicht? Ja, alles Schatztruhen und... Oh, da ist einer. Hat der bemerkt, wenn ich hier dran gehe? Ach, das ist mir alles zu riskant jetzt. So, dann laufen wir wieder runter. Ich habe ja das Amulett gefunden. Kann ich ja abgeben. Oh. Das war falsch. So, wollte sich zu dir, ne, Hernandez? Hier, das scheint das alte Erbstück des Don zu sein. Na, gibt's denn sowas? Ich bin beeindruckt. Du hast tatsächlich was gefunden. Und ich dachte, wir...